Grüß euch. Ich habe ein bisschen was eingekauft. Und nachdem halt so ein richtiges Sauwetter ist, es ist kalt und es regnet und es ist Herbst, habe ich festgestellt, ich mache meinen Kühen ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk. Und zwar habe ich hier ein Tränkebecken gekauft. Das ist so eine Edelstahl-Tränkewanne mit einem Fußgestell. Die werden wir jetzt da einbauen, weil man sagt ja immer, Wasser ist das billigste Kraftfutter. Und ich habe auch festgestellt, dass manchmal meine Tränkestellen ein bisschen knapp werden. Und jetzt baue ich ihnen da mal ein Tränkebecken nochmal zusätzlich ein. Und zwar hier in meinem Liegestall. Und da habe ich, in dem Stall hier habe ich bloß zwei Tränkestellen. Und das ist einmal hier, das ist also hier meine Stierbox im Moment verwaist. Und da gibt es ein Tränkebecken. Und drüben ist auch nochmal eins. Gerade wenn die Kühe vom Melken kommen, dann stehen sie oft hier an dem kleinen Tränkebecken. Und da staut sich's, statt dass sie rausgehen. Und darum möchte ich hier dieses kleine Tränkebecken ein bisschen zu entlasten, möchte ich hierher diese Wanne bauen. Also das hier, das war so ein alter Hühnerknast. Es gab ja mal die Zeiten, so mit der, wo man diese asiatische Vogelgrippe, genau. Und da mussten wir unsere Hühner einsperren, die durften nicht mehr laufen. Und haben wir eben diesen Hühnerknast hier gebaut. Der verwaist ist, inzwischen auch kaputt ist, aber keiner baut ihn ab. Und den werden wir heute abbauen und eben an diese Stelle das Tränkebecken hinbauen. Und dann können die Kühe, wenn sie vom Melken kommen, nicht nur da saufen, sondern auch da saufen. Da hinten haben sie ja ihre Kraftfutterstation und dann können sie rausgehen zu fressen. So, wir haben da mal abgebaut. Soweit ist hier wieder für Lufthoheit gesorgt. Und das Tränkebecken steht auch schon da. Und da haben wir hier die Leitung verlegt. Die geht jetzt hier rüber. Dann wird jetzt hier an der Leitung für das Tränkebecken angeschlossen. Also da mache ich noch einen Spritzschutz hin, damit es mir nicht das Wasser und auch die von den Kühen die Gülle nicht da reinspritzt. Und dann müsste das gut sein. Ich bin soweit fertig. Also wir haben hier ein T-Stück reingesetzt. Das Wasser geht jetzt von der Leitung hier weg und fließt darunter. Und hier haben wir das neue Tränkebecken für die Damen. Jetzt müssen sie es nur noch entdecken. Also reingesabbert haben sie schon, aber die Premiere, dass die erste mal dran säuft, die geht noch ab. Wir haben hier noch ein bisschen weiter gemacht. Die ganze Wand hier war ja auch noch alt und aus irgendwelchen Hölzern zusammengeschraubt. Und da haben wir jetzt das neu gemacht, haben eine neue USB-Platte hingeschraubt. Dann schaut es gleich wieder ordentlicher aus. Das Tränkebecken läuft jetzt schon ein paar Tage und ich sehe, wir haben ein Problem. Wie ihr das vielleicht seht hier, das ist alles nass, weil die Kühe so viel Wasser verschlappern. Und wir haben ja gleich daneben die Tiefboxen, die mit Sägemehl eingestreut sind. Ich glaube, wir werden da ein Problem kriegen, dass dieses Wasser mir die ganze Einstreu von den Tiefboxen versaut. Und wir haben jetzt folgenden Plan. Wir wollen betonieren und da unten eine Schräge reinbetonieren, wie so ein bisschen eine Wanne, sodass das Wasser in Laufgang ablaufen kann und der Platz hier trocken bleibt. Jetzt haben wir da mal abgebaut und sauber gemacht und ein bisschen Schalung gebaut. Also drinnen Richtung Kühe auch eine kleine Leiste, weil wenn man den Beton auf Null rauslaufen lässt, dann bricht er meistens. Da bleibt halt jetzt so eine 3 cm Stufe. Hinten haben wir den Balken zurückgesetzt und da machen wir jetzt eine Schräge rein. So, jetzt müssen wir mal kontrollieren, was mein Sohn für schöne Arbeit hinterlässt. Wir sind jetzt hier soweit fertig. Wir haben hier unten einen
schräge Betonfläche reinbetoniert, sodass das Wasser eben hier auf dem Laufgang rausläuft. Und für meine Damen, weil sie da immer hinten raussappern, einen Spritzschutz, sodass also das Wasser, wo sie versappern, auf die OSB-Platte tropft oder spritzt und dann unten auf die Betonfläche geleitet wird. Ich weiß, jetzt werden welche sagen, hättest du besser Siebdruckplatte genommen? Ja, ich weiß, aber die OSB-Platte war da und die war eh schon vom Betonieren schon mal als Schalung hergenommen. Und solange wie sie hält, hält sie. Und wenn sie nicht mehr hält, dann wird sie durch was anderes ersetzt. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt es mir da mal hoch. Und ich warte jetzt noch auf eine von meinen Damen, damit sie da ihren Rüssel reinsteckt und genüsslich säuft.